Annalena! Anna-Lena, sluta tramsa här nu. Anna-Lena. Ich glaube, dein Büro. Ich bin vorübergehend nicht zu erreichen. Aber musst du nicht früher zur Arbeit? Na, scheiß drauf. Du solltest die Fotos doch löschen! Jörg? Jörg? Morgen. Ach,
Klaus, ziemliche Schweinerei. Ein Verrückter hat Bambuspfähle unter Wasser aufgestellt. Ein Mann ist vom Sprungbrett direkt hineingesprungen. Er wurde aufgespießt. Bambuspfähle. Das Zeugen. Ja, die Freundin des Toten hat alles mit angesehen. Frau Brandt kümmert sich um sie. Ja, Gladitz. Sie ist Zeugin in einem Mordfall. Und ich muss sie vernehmen. Ja, guten Morgen, die Damen. Borowski, Hauptkommissar. Was gibt's? Ich würde gerne die Zeugin vernehmen. Und ich versuche Ihrer Kollegin klarzumachen, dass Frau Santa Maria sich in einem Schockzustand befindet und gerade nicht vernehmungsfähig ist. Verstehe, ist gut. Kümmern Sie sich um die Patienten. Ja, danke. Danke. Frau Brandt, was wissen wir bis jetzt? Das Opfer heißt Jörg Bartus, ist 40 Jahre alt, ein Bauzeichner. Er hat sich heute Morgen mit seiner Freundin Ina Santa Maria hier getroffen. Bevor das Opfer vom Brett gesprungen ist, hatten die beiden noch Sex. Sex? Ja, Sex. Geschlechtsverkehr. Die habe ich asserviert. War das unnötig? Warum nicht? Was ist Ihrer Einschätzung nach hier passiert? Der Täter oder die Täter versenken letzte Nacht die Bambuspfähle im Wasser. Gestern Abend gab es noch lange Badegäste und heute Morgen unwahrscheinlich. Hundebesitzer, Jogger. Jörg Bartus hält ein frühmorgendliches Schäferstündchen und hatte das Pech, als erster vom Brett zu springen. Motiv? Vielleicht der Beginn einer Erpressung. Dafür gibt es bislang aber keine Anzeichen. Wahrscheinlich ist der Täter einfach ein Verrückter. Was ist mit den anderen Plätzen? Welche Plätze? Badeplätze, Herrgott, noch mal. Wenn das ein Verrückter war, dann hat er vielleicht noch weitere Fallen versenkt. Frau Brandt, überprüfen Sie das? Kommissarie Enberg. Ja. Olof Sundström. Ja. Hälsovårdsmyndigheten är redan här. Ja, bra. Varför ringer ni? Jag har något här. Polisen för? Flickan har rabies. Rabies? I Sverige? Anna-Lena skadade sig när hon lekte med en främmande hund. Hur är det med henne? Vi har lagt henne i konstgjort koma på grund av smärtorna. Vi har när viruset väl har angripit nervsystemet så finns det inget mer man kan göra. Och vet föräldrarna om det? Nej, men... Alla djur sätts i karantän, eller hur? Därför går vi ut med en offentlig appell, eller hur? Vi skapar ju inte panik, statssekreterare. Vet du vad? Då tycker jag du ska säga det till Anna-Lenas mamma och till nästa mamma som kommer att komma in med sitt döende barn. Ja. Jävla idiot. Okej, hör på allesammans. Hej, hallå. Jag vill att du stannar kvar på polisstationen. Jag stannar här. Alma håller kontakt med hälsovårdsmyndigheten. Först och främst måste vi till att hitta det sjuka djuret. Och sen vill jag veta hur det överhuvudtaget kan komma sig att det springer omkring en rabieshund här i vårt land. Okej? Okay? Ja, om du frågar mig så tror jag att tyckarna promenerar över bron. Jag menar först EU, sen bron till kontinenten. Och vad får vi av det? Rabies? Om du vill hålla tal så tycker jag att jag ska gå in i politiken. Jag vill se fakta, jag vill se resultat, jag vill se det nu. Und? Ertrunken ist er nicht. Verschiedene innere Organe verletzt. Das Opfer ist direkt in die angespitzten Bambuspfähle gesprungen. War sofort tot. Wie krank muss man dafür sein? Da hätten Kinder reinspringen können. Höchstwahrscheinlich hat der Täter
die Konstruktion vor Ort zusammengebaut. Ja, geht leichter, so ein Kehrregal zusammenzuschrauben. Ne? Bambus hat ein geringes Gewicht, ist aber trotzdem sehr stabil. Der Irre wusste, was er tut. Wie lange braucht er für einen Einzelnen? Die Technik kann ich nicht meinen, das kann man in einer halben Stunde schaffen. Auch nachts, wenn man vorgearbeitet hat. Zahnschmerzen? Hast du Schmerztabletten da? Damit musst du zum Zahnarzt, Klaus. Ja, Frau Brandt. Ich bin in der Pathologie. Ist tatsächlich so, dass der Täter letzte Nacht genug Zeit gehabt hätte, mehrere Fallen aufzustellen. Wenn Sie mit den Stränden fertig sind, überprüfen Sie die Baumärkte und Holzlieferanten wegen des Bambus. Aber gerne, Herr Kollege. So, ich möchte jetzt mit jemandem sprechen, der hier die Verantwortung hat. Kollegin war. Entschuldigung. Haben Sie hier was zu sagen? Ja. Schauen Sie sich das doch mal an. Ich werde mich über Sie beschweren. Dienstaufsichtsbeschwerde. Das können Sie gerne tun. Wie lange soll dieser ganze Unsinn hier dauern? Ich habe noch zusätzlich Taucher von der Küstenwache angefordert. Das braucht seine Zeit. Können Sie sich vorstellen, was das für ein Imageverlust für diese Region bedeutet? Ich kann mir nur Ihr Foto in der Zeitung vorstellen, wenn es wegen Ihnen noch einen weiteren Toten gibt. Jetzt komm schon. Alles Panik machen. Finden Sie. Na, allerdings. Ich hab nicht den ganzen. Scheiße. Hey! Nicht springen! Scheiße! Mehr gibt's nicht. Zieh Leine. Zieh Leine. Jetzt spring schon. Da ist aber was im Wasser. Und deine Eier, die sind schon vorgesprungen. Und tschüss. Oh, nicht springen! Geh weg! Det finns hittills inga bevis på att djuren som sitter i karantän skulle ha rabies. Har du hittat något? Nej. Oh. Hej, sluta. Varför det? Varför det? Du vet varför. Det var en engångsföreteelse. Mm. Jag har inte varit i säng med någon annan sedan dess. Nej, inte jag heller. Du känner med mig, eller hur? Du vet hur jag är. Jag vill inte ha något förhållande. Klarar du inte av det så får du be om förflyttning. Vadå? Anna-Lena har just avlidit. Från Tyskland har blivit biten av en hund. De kommer strax hit med henne. Hallå? Hallå? Jag är kommissar Stefan Enberg. Och du är Paula, die mit den Hunden kämpft. Wie sah der aus? So ein Mischling mit schwarz-weißem Fell. Sah der Hund krank aus? Ich wollte ihm nur ein Stück Schokolade geben. Du brauchst keine Angst zu haben. Der Doktor gibt dir jetzt eine kleine Impfung und ein lustiges Pflaster. Und dann bekommst du von meiner Kollegin eine Schokolade. Okay? Gut.
Ich hab einen Stuhl gut locker. Was geht da? Ja, ja. Okej. Sprid er, var tysta. Och sen är för fan tills ni inte skjuter på varandra. Okej. Slutet nu, ja. Ja. Du ska inte oroa dig. Trevlig resa. Wenigstens waren die anderen Seen und Strände sauber. Aber wegen den Absperrungen habe ich richtig Ärger von oben bekommen. Viel Lärm um nichts. Niemand hat was gesehen, keine brauchbare Spur und keine Pressebrief. Vielleicht hat der Täter es ganz gezielt auf das Opfer abgesehen. Der ganze Aufwand in der Hoffnung. Jörg Bartus ist an diesem Morgen am Steg und springt als Erster ins Wasser. Morgen, Frau Brandt. Dienstbeginn ist eigentlich früher. Und wer noch früher kommt, hat schon Ergebnisse. Haben Sie schon gemerkt? Ihr Computer läuft wieder eins. Woran merkt man das? Ich habe gestern die Baumärkte überprüft und vor 4 Tagen hat jemand eine ganze Menge Bambus gekauft. Hat bar bezahlt, aber es gibt eine Überwachungskamera. Für eine Identifizierung? Reicht es nicht. Richtig. Aber es gibt eine weitere Kamera auf dem Parkplatz. Und auf der sieht man das Kennzeichen. Lorenzo Lombardi, 35 Jahre alt, vorbestraft wegen Körperverletzung, Überfall und Drogenmissbrauch. Außerdem hat er eine abgebrochene Schreinerlehre in seiner Vita. Das heißt, er kann mit Holz umgehen. Ich habe heute Morgen den Kassierer vom Baumarkt aus dem Bett geklingelt und er hat ihn anhand des Fotos identifiziert. Ich höre. Lombardi hat seit einem halben Jahr keinen festen Wohnsitz mehr und ist untergetaucht. Ich war so frei, die Fahndung rauszugeben. Gut. Ja. Wir kommen. Begleiten Sie mich in die Rechtsmedizin, Frau Brandt. Dr. Storm, haben Sie schon ganz aufgeregt. Es wird immer verrückter. Wenn der Mann nicht in die Bambuspfähle gesprungen wäre, wäre er über kurz oder lang an Tollwut gestorben. Er hatte den Virus schon seit einiger Zeit in sich. Tollwut? Ich dachte, die wäre in Deutschland ausgerottet. Zum Glück. Die meisten wissen nicht mehr, was für eine grausame Krankheit das ist. Es gibt bei uns noch die Fledermaus-Tollwut. Aber da steckt sich eigentlich niemand an. Fast immer wird der Krankheitserreger auf den Menschen durch Hunde übertragen. Doch, das ist bei uns seit Jahren nicht mehr vorgekommen. Hast du denn Bissspuren an der Leiche gefunden? Nein, aber das mag an den zahlreichen Schnittverletzungen liegen. Außerdem kann die Infektion 1 oder 2 Monate zurücklegen. Angeblich war Bartus kerngesund? Wir haben wohl hier eine Form der sogenannten Stummentollwut, die zunächst ohne die üblichen Symptome verläuft. Dass er infiziert war, haben wir erst bei der Gehirnuntersuchung gemerkt. Sollte seine Freundin sich impfen lassen? Zur Sicherheit schon. Außerdem hat bestimmt das Gesundheitsamt einige Fragen an die Damen. Wissen Sie, ob Ihr Lebensgefährte in letzter Zeit mit Hunden in Berührung gekommen ist? Mit Streunern oder Wild? Davon weiß ich nichts. Ich glaube, Jörg mochte Tiere nicht besonders. Und nennen Sie ihn nicht meinen Lebensgefährten. Sie hatten keine feste Beziehung? Die war lose. Es ging um Sex. Das wollten Sie doch hören, oder? Was soll der Tonfall? Schon gut. Kennen Sie diesen Mann? Nein. Wer ist das? Ein Verdächtiger. Und stellt sich vor, die Haare.
Ich weiß nicht, ob Jörg Feinde hat. Sie besuchen öfters Chatrooms im Internet, richtig? Da habe ich Jörg auch kennengelernt. Er hat sich da schon mal heftig gestritten. Fällt das auch unter Feinde haben? Um was ging es bei diesen Streitereien? Um mich. Und mit wem? Haben Sie da Namen? Nils Ackermann vielleicht. Ein ehemaliger Arbeitskollege. Ist eigentlich nur ein harmloser Spinner. Er hat mich eine Zeit lang bedrängt, gestalkt, wenn Sie so wollen. Und das nennen Sie harmlos? Haben Sie seine Adresse? Am Ravensberg, die Straße weiß ich nicht. Er ist IT-Techniker und harmlos. Warum sind Sie eigentlich nicht ins Wasser gesprungen? Ich kann nicht schwimmen. Jörg und ich haben uns dort öfters getroffen. Montags muss er immer später zur Arbeit. Möchte ein bisschen früh für Wein? Woher wissen Sie denn, wie früh es für mich ist? Ein bisschen früh für Wein, ein bisschen viele Männer. Wie einfach doch alles sein kann, Schwester. Ich bin nicht Ihre Schwester. Warten Sie unten auf mich. Gern. Ich fahre schon mal den Wagen vor. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Der Wein ist schon 2 Wochen alt. Er schmeckt auch nicht mehr. Frau Santa Maria. Ina, sagen Sie doch bitte Ina. Wir wollen Sie nicht moralisch bewerten und uns in Ihr Leben einmischen. Wir suchen den Mörder von Jörg Bartus. Wusste vielleicht irgendjemand, dass Sie sich regelmäßig am Badesteg mit ihm treffen? Ich weiß nicht, vielleicht. Ja, vielleicht. Wenn Ihnen noch was einfällt, Ina, dann rufen Sie mich an. Herr Borowski? Sie haben wirklich schöne Augen. Warum sagen Sie das? Weil Sie sehr nett sind und man ein Gespräch positiv beenden sollte. Ich habe die ganze Nacht mit den Kollegen hier die Technik gewartet. Dafür gibt's jede Menge Zeugen. Mensch, ich habe davon gelesen, aber dass das der Jörg war. Den Sie via Internet bedroht haben? Ach, das waren doch nur Sprüche. Inzwischen hatten wir uns sogar getroffen und ausgesprochen. Der war viel netter als die anderen Typen, die Ina im Internet kennengelernt hat. Waren Sie eifersüchtig auf die Bekanntschaften von Frau Santa Maria? Was ein toller Name, ne? Santa Maria. Portugiesische Wurzeln. Aber nein, ich hatte nur Angst, dass sie von den Männern verletzt würde. Wie haben Sie Frau Santa Maria kennengelernt? Sie hat hier eine Zeit lang gejobbt. Haben uns wie Geschwister verstanden. Dann haben Sie sich nicht mehr verstanden. Sehen, wie die Männer sie behandelt haben. Ina ist eine ganz zarte Seele, wissen Sie? Die tut nur so hart. Dann dieser Schmutz. Haben Sie mal den Scheiß im Internet durchgelesen? Ich stelle mir das überhaupt schwer vor, wenn die Frau, in die man sich verliebt hat. Ach, verliebt? Das haben wir doch schnell vom Tisch gehabt.
Ina hat immer gesagt, dass ich der einzige Mann bin, mit dem sie in die Badewanne steigen könnte und es würde nichts passieren. Ich wollte ihr nur helfen. Ich habe eine kranke Mutter zu Hause, um die ich mich kümmere. Das dankt mir auch niemand. Keine Sorge, ich heul jetzt nicht deswegen. Unser Chef hat seinen Hund wieder mitgebracht. Die verdammte Klimaanlage verteilt die Haare im ganzen Haus. Hogan, Klaus. Stefan. Ich hätte dich ohne deine hippe Frisur fast gar nicht erkannt. Die habe ich schon vor 3 Jahren weg. 3 Jahre. Was treibt dich hierher? Ich wollte dir eine Elch-Salami vorbeibringen. Oh, Taxi-Mücke. Im Ernst, eure Tollwut-Meldung. Wir hatten Probleme mit einem Tollwut-Köter. Das ist doch kein Zufall. Was meinst du, Hundeschmuggel? Wir haben den Verdacht, dass Übikil illegal Rassehunde nach Skandinavien eingeführt werden. Ah, das ist meine neue Kollegin, Sarah Brandt. Kommissar Stefan Inberg aus Schweden. Hallo. Hallo. Hätte ich gewusst, dass Klaus jetzt eine so bezaubernde Kollegin hat, hätte ich Blume mitgebracht. Wie auch immer, ich bezweifle, dass euer Tollwutfall mit unserem Toten zusammenhängt. Aber ich will mir gerade seine Wohnung mal genauer anschauen. Du bist eingeladen. Stefan. Ja, super. Jetzt muss ich da nicht einbrechen. Zwar keine Blumen, aber eine Spezialität aus meinem Land. Bis später. Sarah Brandt. Sagen Sie Ihrem Freund, dass ich Vegetarier bin? Das sage ich Ihnen. Wenn du Zahnschmerzen hast, geh zum Zahnarzt. Keine Zeit. Da hat wohl jemand Schiss vor dem Bassenbocher. Hast du was gefunden? Im Schlafzimmer nur Menge Pornos und Nacktfotos von Frauenbekanntschaften. Und du? Nichts. Den Laptop soll Frau Brandt auswerten. Die versteht was davon. Und süß ist er auch. Hast du was mit da? Nein, ich habe nur beruflich mit dir zu tun. Lass in Ruhe, alter Schwede. Ja, danke. Lombardis Auto wurde in der Nähe gefunden. Wer war das nochmal? Der Bambusfreund, ohne festen Wohnsitz. Haben Sie irgendjemanden gesehen? Nein, seitdem ich hier stehe, ist niemand vorbeigekommen, Herr Hauptkommissar. Bleiben Sie hier. Wenn hier mal jemand war, hat ihn dein Kollege mit Sicherheit vertrieben. Alles okay? Wenig gegessen und diese Schmerztabletten. Bleib lebe hier draußen. Alleine hast du hier gar keine Befugnis. Es geht schon wieder. Scheint die richtige Adresse zu sein, ne? Stefan? Der Tote ist doch wohl nicht aus Versehen in seine Falle gelaufen. Der wurde von jemand anderem in die Ecke geschleift. Außerdem musste die Falle neu gespannt werden. Du hast ziemlich Schwein gehabt, Klaus.
Der Täter hat Laugen und Desinfektionsmittel benutzt, um seine DNA-Spuren zu erwischen. Die Leiche ist voll mit dem Zeug. Wäre es da nicht besser, wenn er seine Hütte einfach abbrennt? Ja. Ich will nur zeigen, wie intelligent er ist. Wer soll denn verstehen, dass Lombardi nur ein Strohmann für ihn war? Lombardi hat seine eigene Todesfalle gebaut. Sein Auftraggeber lässt ihn Bambus kaufen, zwei Bambusfallen bauen. Lombardi war ja Schreiner. Und dann hat der Mörder hier eine der Fallen installiert und sein Handlanger ist ahnungslos hineingelaufen. Er will der Welt zeigen, dass er einen großen Pimmel hat. Nichts für ungut, Klaus, aber würdest du draußen warten, bis wir fertig sind? Die Hütte gehörte einem Ehepaar Ostermann. Die sind, sagt Frau Brandt, gerade 6 Monate in Kanada unterwegs. Ich rate mal. Familie Ostermann hat einen Internetblog oder twittert regelmäßig, damit die ganze Welt weiß, dass man ungesteuert in ihre Hütte einbrechen kann. Wie auch immer, hier können wir nichts mehr ausrichten. Komm, du kannst bei mir übernachten. Wodka? Der beste selbstgebrannte zwischen Trelleborg und Kiruna. Das erinnert mich an unsere erste Zusammenarbeit in Istad. Ich glaube besser nicht zusammen mit Schmerzmitteln. Ich verspreche dir, die wirkt besser als jedes Schmerzmittel. Komm jetzt. Sag mal, du hast keine Hinweise, dass der Hund nach Schweden eingeschmuggelt wurde oder was mit unserem Fall hier zu tun hat. Und trotzdem bist du extra nach Kiel gekommen. Als ich das Mädchen im Krankenhaus im Koma liegen sah. Die letzten Tage musste ich oft an einen Lieblingswitz meines Sohnes denken. Ich höre. Der ist aber nicht witzig. Also gut. Jesper sieht, wie seine kleine Schwester Lena Wasser aus einer Pfütze trinkt. Das darfst du nicht, ruft er. Davon kann man krank werden, weil in der Pfütze Bakterien sind. Darauf, seine Schwester, die sind längst alle tot. Ich bin vorher mit dem Roller durchgefahren. Das ist wirklich nicht witzig. Nein. Nein. Aber mein Sohn Leo konnte sich darüber kaputt lachen. Was meinst du wirklich? Bakterien, die man mit dem Roller überfahren kann, machen einem keine Angst. Genauso wie Hunde, die nicht nur zufällig mit Tollwut durch die Gegend laufen. Die Schmuggler kann man ja verhaften. Genau. Hast du noch Kontakt zu deinem Sohn? Das ist eine funktionierende Familie. Ich will da nichts stören. Du kennst das ja. Ist cool. Ist cool. Auf die Familie. Ja. Wo immer sie auch sind. Stefan? Lange Nacht gehabt? Zahnschmerzen. Es gibt Zahnärzte, Borowski. Wissen Sie, wo Enmark steckt? Ihr schwedischer Freund wollte sich mit einem Journalisten treffen. Haben Sie was auf dem Computer entdeckt? Allerdings. Jörg Bartus hat sich intensiv mit anderen Männern über Chatrooms ausgetauscht. Es gibt sogar einen speziellen Chatroom nur über die Santa Maria. Ziemlich heftige Sexgespräche. Haben Sie die Namen und Adressen dieser Männer? Das wird dauern. Das sind erfundene Nicknamen. Vielleicht kann Ihnen diese Santa Maria dabei helfen. Bislang habe ich nur Ihre Mailbox erreicht. Vor einigen Wochen gab es in der Nähe einen Einbruch in ein Tierversuchslabor eines Pharmakonzerns. Der Journalist, mit dem ich mich getroffen habe, meint, dass dort illegal mit Tollwutwehen experimentiert worden sei. Das schauen wir uns an.
Sie sehen in der Mittagssonne sogar noch schöner aus als am Morgen, Sarah. Mit Ihrer Sülze können Sie Brote beschmieren. Cholerund funktioniert bei mir nicht. Doch tut es. Sie werden sehen. Stefan, hör auf, mit dem Schwanz zu reden. EU-Chemikalienrichtlinie müssen wir über 30.000 Wirkstoffe auf ihre Verträglichkeit hin überprüfen. Sowas führt zwangsläufig zu mehr Tierversuchen. Was mir persönlich auch nicht wirklich gefällt, können Sie sich vielleicht vorstellen. Haben Sie denn einen Verdacht, wer hier eingebrochen ist, Herr Dr. Lange? Wer eingebrochen hat? Radikale Tierschützer, wer sonst? Tierschützer? Ah. Ja. Kommt Ihnen der Hund bekannt vor? Nein. Nein? Ganz ehrlich, Herr Doktor, ich glaube, Sie lügen. Ja. Das ist ja. Das glaube ich auch. Entschuldigen Sie. Das ist Annalena. Sie ist an Torwut gestorben. Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Ich glaube, Sie haben die Sicherheitsbestimmungen missachtet. In diesem Bereich hier. Dürfen Sie gar keine infizierten Hunde halten. Herr, Borowski. Borowski, ein solcher Fehler könnte mich meine Stellung kosten. Ja, das verstehe ich. Wie ein Teufel tun, sich selber zu belasten. Dabei müssen Sie gar nicht lügen. Haben Sie verstanden, was ich sagen will? Könnte dieser Hund aus Ihrem Labor gestohlen sein? Könnte dieser Hund in Ihrem Labor mit Tollwut angesteckt worden sein? Wissen Sie oder haben Sie einen konkreten Verdacht, wer bei Ihnen eingebrochen ist? Ich würde es Ihnen wirklich sagen. Tut mir leid. Komm, jetzt gehen wir. Aus! Beweisen können wir dir nichts. Aber jetzt wissen wir wenigstens, woher der kranke Hund stammt. Radikale Tierschützer. Das erklärt aber noch lange nicht, wie der nach Schweden gekommen ist und wie sich eure Bambusopfer dem Virus angefangen hat. Ja. Frau Brandt. Frau Santa Maria hat sich mit der Herdplatte schwere Verletzungen an der Hand zugefügt. Wir haben sie versorgt. Sie waren doch am Badesteg. Ja, das ist richtig. Ich kenne Ina schon länger. Sie hat meine Handynummer und ruft mich in solchen Fällen an. Welche Fälle? Vor 2 Jahren hat Ina versucht, sich im Nordostseekanal zu ertränken. Wir haben sie damals wiederbelebt. Psychische Probleme. Ja, aber in letzter Zeit ging es ihr eigentlich besser. Naja, im Augenblick ist sie stabil. Mehr müssen Sie selber fragen. Wir müssen weiter. Mhm. Vielen Dank. So, ich stell sie mal hier hin. Vorsicht, heiß. Es ist lieb von Ihnen. Warum haben Sie das gemacht? Ich weiß nicht. Seitdem Jörg tot ist, spüre ich mich nicht mehr. Und vorher? Überall, wo ich nicht bin, ist es am besten. Das ist wohl mein Lebensmotto. Manchmal fühle ich mich wie eine Fremde. Bla, 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 bla. Kindchen, wenn ich deine Probleme hätte, würde ich aus Langeweile meinen Kopf auf die Herdplatte legen. Ich verstehe nicht. Seit wir hier sind, flirten sie subtil mit mir oder Borowski, obwohl sie sich gerade absichtlich die Hand verbrannt haben. Kinder sterben an Tollwut. Menschen werden gepfählt, aber Prinzessin auf der Erbse bumst quer durchs Internet, weil sie sich fremd fühlt. Wer sind Sie überhaupt? Ich glaube,
Sie vermuten, dass eine ihrer Verehrer Jörg getötet hat, um ihnen zu imponieren. Und das schmeichelt ihnen. Hab ich recht? Das ist doch besser als ficken, oder? Stefan. Obwohl ich dies gerade so sau mache, hättest du Lust, mit mir ins Bett zu gehen. Nicht wahr? Nicht wahr? Sag mal, was soll denn das? Tut mir leid. Bist du verrückt geworden? Tut mir leid. Ich brauche frische Luft. Es geht zu Fuß zurück. Ist Herr Borowski nicht bei Ihnen? Ich dachte, er wäre wieder im Büro. Soll ich ihn anrufen? Ich habe vorhin bei Ihnen Santa Maria Mist gebaut. Ich war gereizt, weil aus meiner Hundeschmuggler nur Tierschütze wurden. Ich verstehe zwar gerade kein Wort, aber vielleicht sollten Sie Feierabend machen. Morgen ist ein neuer Tag. Tun Sie mir einen Gefallen. Begleiten Sie mich zu Ina Santa Maria. Ich möchte mich bei ihr entschuldigen und nach meiner Nummer vorhin möchte ich. Brauche ich einen Anstandswahrer. Und dann laden Sie mich zufällig zum Abendessen ein. Also gut. Ich brauche aber noch 5 Minuten. Ich warte unten auf Sie. Was wollen Sie? Mit ihm reden. Ich weiß, es ist spät. Ich möchte mich entschuldigen. Das ist mir sehr wichtig. Und Sie ab. Ich setze mich vor die Tür und Sie überlegen in Ruhe, okay?
Hey. Hey! Morgen. Haben Sie Enberg gesehen? Hat heute Nacht nicht bei mir geschlafen. Keine Ahnung. Ich habe hier die Ausdrücke von den Chatroom-Gesprächen, die der tote Jörg Bartus geführt hat. Sie liegen völlig falsch, wenn Sie denken, dass Enberg heute Nacht bei mir war, okay? Schon gut. Das hier ist interessant. Da ist ein User namens Sote22. Er pöbelt Bartus an, er soll die Finger von der Schneeprinzessin lassen. Schneeprinzessin ist die Ina Santa Maria. Und an der anderen Stelle schreibt er, Bartus soll sterben wie ein tollwütiger Hund. Sehr gut. Können Sie den echten Namen von diesem Sote ermitteln? Bin dabei. Herr Enberg, wir haben Sie schon vermisst. Wo? Sie sind mit der Polizei verbunden. Ja, wir kommen gleich. Danke. Das war der Hausmeister von der Santa Maria. Er hat Enbergs Handy im Treppenhaus gefunden und hat die Wahlwiederholung gedrückt. Zu dritt aufs Präsidium und du lässt mich das hier machen. Verstanden? Das
Das ist die Liste der User in den Internetforen, die Sie besuchen. Ich will die richtigen Namen aller Ihrer Bekanntschaften. Vor allem von diesem SOTA22. Wissen Sie den Namen des Users? Ich kenne nicht alle. Tun Sie Ihr Bestes. Und vor allem rasch. Tut mir leid mit Ihrem Kollegen. Metalllegierungen in den Wunden des Kollegen gefunden. Wir gehen von Eisenstangen aus, auf die er gefallen ist. Dann wurde er in die Wohnung getragen. Kein Magnus. Aber das Prinzip ist das gleiche. Wie man das gemacht hat. Er denkt, Stefan hat mit ihr die Nacht verbracht. Er wollte, dass ich mitgehe, damit er sich bei ihr entschuldigen kann. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ich meine, was hätte ich denn... Wenn Sie sich nicht wohlgefühlt haben, dann lassen Sie sich krank schreiben. Aber hören Sie auf, mir die Ohren voll zu jammern. Gibt es Anhaltspunkte, wo Enberg ermordet wurde? Frau Brandt, bitte konzentrieren Sie sich. Es gibt noch keine Anhaltspunkte. Vor dem Haus verliert sich jede Spur. Vielleicht hat der Täter für den Transport einen Lieferwagen benutzt? Welche Verbindung gibt es überhaupt zwischen der Santa Maria und Enberg? Die Verbindung ist Jörg Bartos. Er ist Mordopfer und zugleich Tollwut infiziert. Was ist mit ihr? Viele Ihrer Internetbekanntschaften haben Sie nur als Fickobjekt gesehen. Demütigung ist ein Motiv. Enberg hat Sie auch gedemütigt. Aber er wollte sich entschuldigen. Ist irgendetwas, Frau Brandt? Gestern Abend, als Enberg zu der Santa Maria wollte, da habe ich ihn im... Ich Wir beide konnten ihn dorthin nicht begleiten. Wir fühlen uns mitschuldig. Verstehe. Aber das konnte doch niemand wissen. Wisst ihr, was ich glaube? Der Mörder wollte Jörg Bartus mit dem Tollwutvirus umbringen. Keine Symptome. Daraufhin glaubt der Mörder, dass sein Plan schiefgegangen ist und hat diese Bambusfalle konstruiert. Tollwut und tödliche Bambusfallen. Ich habe gehört, dass es durchaus einfachere Methoden geben soll, jemand umzubringen, Klaus. Es geht um Macht und um den Symbolgehalt von Tötungsarten. Für den Mörder war Jörg Bartus ein räudiger, kranker Hund. Genauso hat es OT22 im Internet geschrieben. Was symbolisiert die Bambusfalle? Pfählung? Wurden Ehebrecher im Mittelalter nicht so hingerichtet? Für den Mörder war Ina Santa Maria eine Seelenverwandte. Sein Eigentum, wer ihr zu nahe kommt, wie Enberg. Ina Santa Maria ist nicht die Täterin. Sie ist das Motiv. Wo sind diese Chatbekanntschaften von Frau Santa Maria? Draußen im Flur. Finden Sie heraus, wer SOTA 22 ist. Wo wollen Sie jetzt hin? Ich will das ausprobieren. Darf ich nach Hause? Sie wollen wirklich dorthin? Die Techniker haben mir gesagt, dass Sie die Haustür nur zuziehen, mit dem Schlüssel aber nicht abschließen. Glauben Sie mir, das passiert mir nie wieder. Gut. Ich bringe Sie. Thank you.
ist doch seltsam, hier zu sein. Stört es Sie, wenn ich noch etwas bleibe? Nein. Waren Sie nicht manchmal wütend auf Ihre Internetbekanntschaften? Warum? Die haben nichts gemacht, was ich nicht wollte. Machen, dass Sie nicht wissen, was da geschrieben wurde über Sie? Sie waren doch ständig auf diesen Foren. Was soll denn die Fragerei? Sie glauben mir auch nicht. Sind Sie deshalb hier, um mich zu verdächtigen? Nein. Was wollen Sie denn von mir? Eifersüchtig wird. Deshalb sind Sie hier. Na gut. Dann bieten wir ihm doch mal eine Show. So. Was ist denn? Haben Sie sich das so vorgestellt, Herr Borowski? Wie ich Ihnen schon gesagt habe, leben Sie Ihr Leben, wie Sie es leben wollen. Ich verurteile Sie deswegen nicht. Ich will Sie auch nicht verdächtigen und auch nicht als Köder benutzen. Ich mache mir Sorgen um Sie. Schon gut, schon gut. Warum klopfen Sie und sagen nichts? Ich habe nicht geklopft.
Klaus. Du schläfst. Guten Morgen. Frühstück? Selbst gemacht. Ach ja. Hören Sie, wegen gestern Abend. Schon in Ordnung. Kirschkern. Geht's? Ich höre. Wir wissen, wo Emberg gestorben ist. Es gibt keine weiteren Anhaltspunkte zum Mörder. Keine Abdrücke, keine DNA, nichts. Wir haben gar nichts. Was ist mit diesem Sota 22? Die IP-Adresse wird zurückverfolgt, aber auch da nichts Neues. Wo wollen Sie denn hin? Zum Zahnarzt. Einmal. X. Er hat ein X an die Wand gemalt? Ja. Ja, und was soll das bedeuten? Ich habe alles über Enberg durchgearbeitet. Aber wer hätte das gedacht? Da stand nichts über ein X. Ja, weiß denn Klaus nichts darüber? Er war doch mit Enberg befreundet. Herr Borowski ist beim Zahnarzt. Jetzt? Frau Brandt, Ihre Anschlussdaten waren korrekt. Wir haben die Adresse von Sota 22. Ich rufe Borowski an. Nee, lassen Sie mal. Der soll sich mal schön behandeln lassen. Sollen wir etwa warten, bis er zurück ist? Sollen Sie nicht. Das ist auch Ihr Fall. Na dann los. So. Jetzt wollen wir mal Ihren Nerv beruhigen, Herr Borowski. Gibt es eine Alternative zur Betäubungsspritze? Sicher. Ich persönlich nehme immer die Akupunktur. Wir haben aber auch die Möglichkeit. Entschuldigung, das Zeichen da auf der Tasse hat das eine bestimmte Bedeutung. Das ist ein Logo der Narcotics Anonymous, eine gemeinnützige Organisation, wie die anonymen Alkoholiker. Nur für alle Suchtmittel. Kennen Sie Lorenzo Lombardi? Ich habe auch ein Foto. Da. Tut mir leid. Kennen Sie das Ehepaar Ostermann? Eigentlich heißt es ja anonym, Herr Kommissar. Ich kenne Hilde Ostermann. Sie ist gerade mit ihrem Mann in Kanada. Ja, ich weiß. Sie hat auch so eine Tasse in ihrer Gartenhütte. Sie können sich ja mal auf unsere Meetings umschauen, Herr Kommissar. Aber bitte diskret. Das ist das offizielle Logo von Narcotics Anonymous. N.A. Ich dachte, das sind die Initialen von Nils Ackermann. Der Nils ist ein ganz netter. Er kümmert sich mit seiner Mutter um herrenlose Hunde, obwohl er gegen die Tiere eine Allergie hat. Er hat mir vor Jahren meinen Hund vermittelt. Bist du schon fertig beim Zahnarzt? Jetzt hör zu, Roland. Nils Ackermann, er hat den Hund aus dem Labor geklaut.
Ich brauche die genaue Adresse von seiner Mutter und schicke einen Einsatzwagen hinterher. Mach ich. Ach, und wo ist Frau Brandt? Sie geht nicht ans Telefon. Die überprüft den Internetanschluss von Sota 22. Herr Kessler? Guten Tag, Brandt Kriminalpolizei. Dürfen wir mal reinkommen? Ja, natürlich. Dürfen wir mal Ihren Computer sehen, bitte? So was haben wir gar nicht. Und wozu haben Sie dann einen Internetanschluss? Ach, das da, das braucht man doch zum Telefonieren, oder nicht? Tun Sie uns beide den Gefallen und versuchen Sie jetzt nicht wegzulaufen. Der Wanderer! Der Wanderer! Will der unsere Hunde? Nein, Mutti, will er nicht. Geh wieder zurück ins Haus. Das darfst du nicht. Das wird nicht passieren. Komm, wir gehen wieder ins Haus, ja? Ich werde nicht weglaufen. Komm. Ein offenes WLAN-Netz. Da kann sich das halbe Haus einloggen. Da muss ja irgendwo sein. Wir können jetzt nicht überall klingeln und in jede Wohnung rein. Alles gut. Ist alles gut. Leck dich. Man sieht es ja nicht an, aber meine Mutter war früher eine aktive Tierschützerin. Deswegen stehlen Sie tollwütige Hunde aus dem Versuchslabor? Ich wusste nicht, dass die krank waren. Ich kenne Lorenzo noch von den Meetings. Er kam einfach und wollte meinen leeren Schuppen mieten. Wollte irgendwas bauen. Aber da waren die kranken Hunde untergebracht. Haben Sie ihm von Ostermanns Hütte erzählt? Ja, ich wollte ihn loswerden. Aber er kam am nächsten Tag wieder und wollte sich einen der kranken Hunde ausleihen. Einen tollwutkranken Hund? Er sagte, sein Auftraggeber wäre auf die Idee gekommen, Jörg mit Tollwut zu infizieren. Ja, als Lektion. Ihn dann aber rechtzeitig zu warnen. Das sollte Ihnen aber beweisen, wie schmutzig die Kerle seien und wie gefährlich für Sie. Das haben Sie geglaubt? Ihn rechtzeitig warnen? Ich wollte es glauben. Er hat Geld gezahlt, wir brauchen das. Lorenzo hat einen Hund mitgenommen und er sollte ihn wieder zurückbringen. Aber dieser blöde Junkie hat das Vieh danach einfach im Wald ausgesetzt, aus Spaß, einfach so. Und 3 Hunde waren es. Als ich arbeiten war, hat meine Mutter die anderen beiden zum Spielen in den Zwinger zu den Gesunden gesteckt. Wir haben alle anderen Hunde angesteckt. Ich wollte sie von ihrem Leid erlösen, aber Mutti sagt, dass man kranke Lebewesen nicht einfach so tötet. Ich würde meine Mutter ja auch nicht. Nur weil sie krank ist. Jetzt reißen Sie sich mal zusammen! Hat Lorenzo seinen Auftraggeber erwähnt? Hat er einen Namen genannt?
Du, ich habe mir überlegt, dass wir gleich noch mal nach Ina sehen können. Sie wohnt da gleich da hinten. Ihr Verband müsste nämlich gewechselt werden. Welche Ina? Ach komm, Andrea, jetzt tu mal nicht so. Du wirst doch nicht hier ständig essen, weil die Dinger so lecker sind. Okay, ich mag sie wirklich. Die haben als einzige diese scharfen Gurken, die wie Seerosen aussehen. Ich habe Ihnen Tee gemacht. Danke. Bitte. Rita, komm mal mit. Ich muss dir was Wichtiges zeigen. Ist das jetzt ein Heiratsantrag oder was? Nein, eine Überraschung. Ja, und jetzt? Dreh dich mal so hin. Du warst immer eine gute Kollegin. Es war immer besonders mit dir und wir haben echt vielen Menschen geholfen. Klingt irgendwie doch nach einem Heiratsantrag. Linda ist eine verwirrte, kranke Frau, die Betreuung braucht. Kümmert euch darum. Machen wir. Ja. Ja? Wir haben ihn gefunden. Er heißt André Ratovnik, ist 35 Jahre alt und ist Sanitäter. Ich bin hier in seiner Wohnung. Hier sind Pläne für Bambusfallen und verseuchtes Hundeblut. Habt ihr ihn festgenommen? Nein, aber die Fahndung ist draußen. Hier sind Kameras und Bewegungsmelder. Ich glaube, er weiß, dass wir hier sind. Ist der Beamte noch vor dem Haus von Ina Santa Maria? Ja. Gut. Wo sind Sie? Auf dem Weg zu ihr. Hallo. Hallo. Ich bin der Kollege von Rita. Von vorgestern? Ja, natürlich. Sie will sich ihren Arm anschauen. Wo ist denn der Polizeibeamte? Holt sich was zu essen. Ja klar, kommen Sie rein. Hey, hallo. Frau Santa Maria? Ich bin in Inas Wohnung. Er hat sie entführt. Ich brauche ein Rettungsteam. Bewusstloser okay. Kollege im Hauseingang. Wo könnte er sie hingebracht haben? Was hat er mit ihr vor? Haben Sie was gefunden in seiner Wohnung? Ja. Soter kommt aus dem Griechischen und bedeutet sowas wie Retter.
Retter, er hat sie gerettet. Vor 2 Jahren, vor dem Ertrinken. Gibt es Fotos vom Kanal? Ein Foto einer Staustufe. Wissen Sie, wo die liegt? Leider nein. Dann finden Sie es raus. Ich rufe den Krankenwagen und fahre in Richtung Nordostseekanal. Alles klar. Meine Beine sind betäubt, Ina. Kannst du dich an meinen Namen erinnern? Genau an der Stelle hier habe ich dich wiederbelebt. Ich hab dir dein Leben zurückgegeben und du erinnerst dich nicht mal an meinen Namen? Dafür habe ich dich in den letzten Jahren kennengelernt. Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, all diese dreckigen Kerle, du hättest irgendwann verstanden, dass sie nicht gut für dich sind. Und wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich dir auch deine Seele wiedergeben können. Scheiße, das ist so schwer. Vom Gefühl her will ich dich nicht umbringen. Ich meine, ich liebe dich doch. Aber ich kann jetzt nicht mehr für dich da sein. Ich kann dich jetzt nur noch erlösen. Hier die Kehle durch. Warum mir die Kehle durchschneiden? Haben Sie Angst, dass ich Sie rette, bevor sie im Wasser ertrinken kann? Sie sind wohl ein ganz Schlauer, was? Ja. Und Sie haben jetzt ein Problem. Sie hätten sie doch schon die ganze Zeit töten können. Aber sie soll ertrinken. Sie haben sie hier vor dem Ertrinken gerettet. Deswegen ist sie jetzt hier, nicht wahr? Ihr Plan geht nicht auf, weil ich jetzt hier bin. Reden Sie nicht mit mir? Worüber wollen wir denn reden, bitte? Ich glaube, Ina will Ihnen was Wichtiges sagen. André! Ich weiß es, du heißt André.
Das nächste Mal springen Sie ins Wasser und ich will mich prügeln. Das glaube ich Ihnen nicht. Hä? Wenigstens hat er den richtigen erwischt. Ja, bitte. Herr Schladitz? Ja. Das hier ist Frau Fendler. Sie möchte zu Borowski. Danke. Herr Frau Fendler, Kriminalrat Schladitz, was kann ich für Sie tun? Ich habe von den Tollwood-Fällen in Schweden gelesen und ich glaube, ich habe den Hund dort eingeschleppt. Ich wollte mit dem Auto zu meiner Schwester nach Schweden und da ist mir der Hund zugelaufen. Meine Schwester hat mich aus Schweden angerufen. Ich habe mich nicht gleich getraut, mich zu melden. Ist gut, Frau Fendler, kommen Sie. Es tut mir leid, was passiert ist. Er wollte erst wieder nach Schweden zurück, wenn sein Fall geklärt ist. Das hat er geschafft. Gute Reise, Enberg. Gute Reise, Steffen. Auf Wiedersehen, Frau Brandt.